Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A60 zwischen Prüm und Wachsweiler ist am Dienstagmorgen ein 22-jähriger Fahrer verletzt worden. Er hatte mit seinem Wagen die Schutzplanke durchbrochen und war neben einer Brücke die Böschung hinuntergestürzt. Die Ursache dafür ist noch unklar. Unterhalb der Brücke landete der Transporter auf der linken Seite. Das Deutsche Rote Kreuz Prüm brachte den Verletzten ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Bis die Unfallstelle geräumt war, wurde der Verkehr auf einer Spur vorbeigeleitet.